So, und gleich das erste Mal tanken. Diesel, das passt. Aber mal sehen, wo das Ding raus ist. Aha. Und als erstes werde ich mich mal hier um das Furnier kümmern. Da ist vorne ein bisschen die Ecke ab. Da mache ich Epoxidharz dazwischen. Ich werde das dann mit dem Brett pressen. Ja, und dann denke ich, sollte es wieder soweit dran und fest sein. Muss natürlich alles mal geschliffen werden und ordentlich neu gestrichen. Das oberste Brett ist mit Brennwachs getränkt. Ich hoffe, dass ich das wieder gut brennen kann, so meine Hoffnung. Und ich lasse das jetzt ein paar Stunden so und derzeit kümmere ich mich um die nächsten Projekte. So, ich mache jetzt schon ein paar Stunden hier Außenkosmetik. Und das sieht dann aus zum Beispiel, dass man hier so verklebte Stellen wie hier vorher, dass sie dann so aussehen wie hier nachher. Dann habe ich noch zur Vorsorge Fensterrahmen nochmal neu eingedichtet, bin die Leisten nochmal lang gegangen. Jetzt gehe ich gleich ans Dachfenster. Und wenn ich am Dachfenster fertig bin, werde ich mal versuchen, dieses Design, was top up to date ist, hier runter zu bekommen. Das wird vor allem hier vorne sehr schwierig. Da ist das komplett gerissen und irgendwie eingebrannt. Also ob ich das hier gut hinbekomme, wird sich dann noch zeigen. Und weiter geht's. Hier sind Schräubchen, was locker ist, aber sich nicht rausdrehen lässt, weil es innen drin ein bisschen angegammelt ist. Also Flex ran. Ich habe schon ein bisschen vorgearbeitet. Dann nach innen raus. Da haben wir den Übeltäter, eine Einschlaghülse, und die will nicht rausgehen. So, und jetzt kommt eine schöne Mutter gekontert mit einer großen Scheibe dagegen, fertig. Die Außenecken sind ja bei Tischer auch beschichtet von den Platten, so wie innen. Innen macht das ja Sinn, außen so im Wasserbereich eher weniger. Deswegen mache ich das ab. Hier kommt jetzt auch Epoxidharz drauf zum Versiegeln. Dann kommt hier eine neue Naht hin, die gezogen wird. Hier die Rückleuchte.
hält immerhin noch an dreien. Drüben habe ich beim Abschrauben gleich zwei abgerissen. Ich wollte eben ein paar schönere dran machen. Ich denke, das tut Not. So, jetzt ist wenigstens schon mal gepinselt. Und jetzt kann das schön trocknen und ins Holz einziehen. Hier, das hat ganz gut geklappt, muss ich sagen. Nur ein bisschen geklebt gehabt an einer Stelle. Aber soweit so gut. Nochmal einen Blick auf die hässlichen Rückleuchten, die ich noch abmachen will. Und jetzt hier noch sauber machen. Und der hier, der wehrt sich wie sonst was. Der ist nicht abzukriegen. Ich probiere es jetzt noch mal ein Stündchen. So sieht auf jeden Fall schon mal die eine Seite aus. Die ist bis zur Klappe. An der Tür ist die auch schon gereinigt. Tag 1 neigt sich dem Ende. Fenster eingedichtet. Hier auch. Der Aufkleber. Da ist hier schon der Lack auch ab drunter. Den wird man wohl wegschmirgeln müssen, ein bisschen lackieren, was Schönes drüber. Und die Seite ist auch ab. Hier sieht man noch, dass ich mit Reinigungsbenzin noch nicht drüber bin. Hier sieht man noch die ganzen Klebereste an den Fugen, hier auch. Und gegen ist hinten. Schon ganz gut aussieht. Und hier die Seite ist auch fertig. Apropos fertig. Der hier, der ist auch fertig und hat Kaffeedurst. Es geht schon gegen Abend, 19:30 oder so haben wir. Ich packe jetzt zusammen. Oh, schön dunkel geworden gerade. Feierabend für heute. Tag 2. Wir befüllen mal Wasser. Der Adapter liegt ja noch in dem alten Wohnmobil, worauf wir ja keinen Zugriff haben, deswegen befüllen wir mal von innen. Ganz leger. Der Adapter, den wir noch gefunden hatten vom Gartenzubehör, hat auch nicht gepasst, aber hier so ein freundlicher Mitcamper hat uns gerade mal einen geliehen. Und jetzt fahren wir dann putzen. Heute wird er gewienert. Das schöne Ding. Und Tina, wie ist es so im neuen Wohnmobil? Schön. Ich freue mich, auch wenn es älter ist. Hallo. Und Tina, wie läuft's? Gut. Aber bevor wir anfangen, erstmal das Wichtigste. Wir haben heute Morgen schon Wasser getankt. Tina, drück doch mal aufs Gas. Dreimal so gut, halt mal gedrückt. Das alte Modell hat leider noch keine elektrische Zündung, wie bei unserem jetzigen Wohnmobil auch. Die neue hat das. Das finde ich schon cool mit so einem Piezozimmer. Und das Wichtigste, was wir jetzt erstmal machen, hier mit diesem Top, Mini-Camping-Koffer, den wir noch haben. Kaffee, unser erster Kaffee im Wohnmobil. Und dann geht's ab. Jetzt wird geputzt und gewienert und geschrubbt und gesaugt und los geht's. Ja, ich zeig's mal kurz hier. Mein lieber Schwan, das hat's aber mal nötig. Also es ist einfach dreckig von 15 Jahren in den Ritzen, das ist klar. Ja, nicht so schlimm, wie wir dachten. Was natürlich ist, ist hier dieses Muster. Das ist ein Muster. Das sieht aus, als wäre es aber dreckig zwischendrin. Ist aber ein Muster. Ja. Wissen wir noch nicht, ob uns das gefällt. Ich glaube noch nicht so. Vielleicht streichen wir einfach alles weiß. Ja. Das schauen wir dann mal. Wir halten euch auf dem Laufenden. Bis dann. So, das Ergebnis des zweiten Tages. Tina hat hier alles geschrubbt. Es sieht wieder so ansehnlich alles aus. Also wirklich unfassbar. Gesaugt und geschrubbt. Ohne Ende. Sogar die Gitter haben wir hier abgemacht. Die haben wir im Eimer gehabt, gewaschen. Alles haben wir gewienert. Das lässt sich jetzt so schon mal ganz gut annehmen. Hier kein einziger Streifen mehr. Wahnsinn, was die Tina hier gemacht hat. Selbst hier in den Klappen hier oben waren ja die Spuren von den Töpfen. Da
hat sie fast alle mit Scheuermilch wegbekommen. Die Spuren von 15 Jahren. Also das ist Wahnsinn. Jetzt kann es also losgehen mit dem Ausbau. Da machen wir uns heute Abend noch mal ein paar Gedanken. Werden wir auch hier festhalten. Auf jeden Fall kommt jetzt der Tisch weg und das schwenkbare Tischbein wie beim neuen Modell, was sich in alle Ecken so schön verschieben lässt, kommt dran. Hier gehen wir mal zum befreundeten Schreiner, der soll uns das hier wegschneiden. Auch wie beim neuen Modell, die Blende kommt weg. Und hier kommt eine zweigeteilte, hochklappbare Liegenverlängerung hin, Längsschläferverlängerung, wie auch in dem neuen Modell. Und das Design ist jetzt nicht so ganz unseres. Da werden wir nochmal ein anderes Polster aufziehen und Vorhänge ganz weg oder andere hin. Die blauen Leisten werden wir in braun streichen oder vielleicht in einem hellen Beige, das wissen wir noch nicht. Das Holz werden wir lassen, werden wir nicht weiß streichen. Das bleibt erstmal so, wie es ist. Ja, ein Verlängerungsbrettchen haben wir. Ob wir ein zweites hinmachen, wissen wir aktuell auch noch nicht. Und so arg viel bleibt dann fast gar nicht zu tun. Also für 2 Tage hat sich ganz schön was getan. Da ist sie, die fleißige Tina, die ja alles so geil gewienert hat. Hammer, ich habe es gerade alles gezeigt. Gut, dann machen wir jetzt noch unsere letzte Runde und dann setzen wir uns hin und machen uns mal ein paar Kopfgedanken, wie wir es verschildern. Guten Morgen an Tag 3. Guten Morgen. Heute werden wir nicht viel bewegen, was den Innenausbau und so weiter angeht, aber wir werden heute in den Baumarkt fahren und ein bisschen planen, wie wir was haben wollen. Ja, ich würde sagen, wir fangen mal hier hinten an. Also hier hinten haben wir gedacht, dass wir entweder noch ein Regal dort an die Wand machen oder uns eine Hängetasche irgendwas hinmachen. Vielleicht mit einer Kederschiene, die dann oben links in der Ecke ist. Irgendwas in der Richtung. Und was ja auch ist, es ist nur auf einer Seite Licht, auf der anderen hier ist keins. Und wir hätten eigentlich gerne in den Ecken links und rechts eine Leuchte. Da müsste man halt ein bisschen Strom hinlegen. Ich glaube nicht, dass das unbedingt schön zum Verlegen geht, dass man das nicht so gut sieht, wenn es unterm Bett verlegen. Ja. Was machen wir hier mit den Leisten, die so blau sind, Tina? Die streichen wir. Die streichen wir. In welcher Farbe? Beige oder dunkelbraun. Mal gucken. Mal gucken, was wir heute im Baumarkt finden. Ja. Genau. Eine schöne Farbe. Ja. Ja. Hier unten, da war ein Brett davor geschraubt. Da kann man schon noch mal 2-3 Sachen reinstellen. Da werden wir ein Scharnier natürlich kaufen. Ich werde das als Türchen machen mit Magnetverschluss, die Kleinigkeiten. Tisch. Kommt der aktuelle Schwenktisch aus dem aktuellen Modell rein. Den müssen wir noch bestellen. Tischplatte wollen wir uns eine eigene machen. Die ist ja noch so gut in Schuss und passt zu dem anderen. Da wollen wir nicht dran rumsägen oder bohren. Wir wollen nämlich mit einem Lochbohrer verschiedene Sachen ausfräsen und dann Andenken eingießen mit Epoxidharz. Polster. Die machen wir auch neu. Machen wir auch neu. Auch in welcher Farbe? Beige oder dunkelbraun. Beige oder dunkelbraun. Genau, das hierzu. Da wir ja hier noch das Längsschläferbett machen mit hochklappbaren Fußverlängerungen, muss natürlich hier noch weggeschnitten werden. Das zeigen wir natürlich alles. Da werden wir heute Mittag noch einen befreundeten Schreiner treffen. Mal gucken, ob der uns das ordentlich da ein bisschen rausdämmeln kann, dass das Brett weg ist auf beiden Seiten. So, haben wir sonst noch was groß für heute? Ja, ich ah, hier. Hier haben wir bei Schleichwerbung Amazon ein paar schöne Plastikfliesen gesehen, die man so in 30er Maß bekommt, 30,5. Die werden wir dran machen. Das wird mit Sicherheit sehr schick aussehen. Ja. Wobei ich gerade sehe, hier ist ja das Brett davor. Hier sieht man es ja eigentlich dann doch gar nicht mal so. Ja, aber das, das müssen wir mal gucken. Genau, wenn wir stehen, tun wir runter. Hier noch ein Organizer fürs Spüli. Ja. Würde ich machen. Jetzt. Auf jeden Fall. So, und hier, das beziehen wir natürlich auch passend mit dem Stoff. Ja. Und hier machen wir noch Schuhregale dann hin. Ja. Da müssen wir noch mal gucken. Hier könnte man eigentlich auch noch irgendwas hinmachen, ne? Machen noch ja, weil auch ein Regal wird gehen, weil man kommt ja mit dem Kopf hier eigentlich nicht hin. Und hier, und die Seite, wenn man reinkommt, gleich rechts,
auch noch, oder? Ja, machen wir auch noch ein bisschen. Ja. Wir haben ja so viel Luft. Und hier, genau, hier ist ja auch noch so viel Luft. Hier müsste eigentlich auch noch mal was hin. Ja. Ja. So, das war's für heute. Also, wir halten euch auf dem Laufenden. Ciao. Ciao. Heute an Tag 3 haben wir uns mal dem Thema Wasserpumpe gewidmet. Wir haben hier Lappen drunter gelegen, da hat immer ein bisschen Feuchtigkeit verloren. Ich meine, ich hätte es hier ausgemacht. Ich habe das nochmal, die Schelle nochmal ordentlich nachgezogen, erst nochmal ausgebaut, sauber gemacht, wieder reingesteckt, nachgezogen. Hier, das ist so konisch-dichtend, das habe ich jetzt fest angezogen. Den Filter mal sauber gemacht. Hier ist so ein Siebfilter drin von der Rückseite. Der war ganz schön schmutzig. Und ja, das lasse ich jetzt erstmal trocknen, dann wische ich es nochmal aus. Und dann schauen wir mal, was das Wasser so macht. Was mir auch noch aufgefallen ist, das ist sehr unpraktisch an der Stelle. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Der Schnittel hier, der hängt jetzt gerade so nicht mehr im Wasser, obwohl ich noch gut und gerne den ganzen Finger voll bis hier oben, also noch über 10 cm Wasser drin habe. Also das ist sehr unpraktisch. Da muss ich mir nochmal was einfallen lassen, dass ich das verlängere, dass er mehr Wasser ansaugen kann. Heute, was ich heute gemacht habe, ist nur eine Kleinigkeit. Das Brett hier war ja fest mit der Wand verschraubt. Ich habe zwei kleine Scharniere, die wir heute im Baumarkt geholt haben, dran gemacht. Ein Magnetverschluss. Nichts super Dolles, aber auf jeden Fall kann man hier auch nochmal 3-4 Flaschen, ein bisschen Krusch einfach reinstellen. Fertig ist der Lack an der Stelle. Was ja ganz geil ist, was ich gerade gesehen habe, wenn man jetzt die Lappen einfach mal zum Trocknen raushängen will, zack, zack, und fertig ist es, wird trocknen draußen, man muss nicht mal rausgehen. Tag 3 der Renovierung, ich kämpfe immer noch ein bisschen mit der nassen Wasserpumpe, genau, nasser Pumpe. Ein klein wenig feucht über Nacht, also es ist noch ein bisschen was raus. Ich habe sie jetzt mal hier hingestellt, um mal zu gucken, wo sie denn tatsächlich tropft an der Stelle. Mit dem Wassereinlauf, da hinten der weiße Schnittel, jetzt erkennt man ihn ein bisschen. Der ist ja jetzt gerade so über der Wasseroberfläche, obwohl hier noch 10 cm Wasser drin sind. Hab eine Verlängerung hier, die mache ich jetzt fest mit dem Kabelbinder, dann kann man sie auch ein bisschen verstellen und wieder abnehmen und werde mal gucken, ob das funktioniert. Und was heute auch noch geplant ist, ich werde mit den Klappen anfangen und die Leisten in einem schönen Braun streichen. Copy haben wir uns rausgesucht. Tschück. Mal schauen, wie das wird. Ich habe eben so gelacht, auch ganz geil. Also, wenn hier oben im Schrank die Salzstangen umfallen, dann kullern die leider hier runter. Und zwar von der Elektronik. Von hinten auch noch mal 3 Schrauben, die mache ich auch gerade noch mal los. So, da wäre sie ab, die Leiste. Das ist gut in Schuss, das ist jetzt hier ein bisschen locker. Wir wollen ja hier die Betterhöhung hinmachen. Ja, vielleicht von innen kann man es auch mit dem Winkel festmachen. Mit dem U-Profil, mit dem L-Profil. Die schneiden wir aus, erzähle ich zum 100. Mal. So, weiter geht die Planung.
Das waren jetzt zwei Klappen. Das war eine ganz schöne Zeit, die das gebraucht hat. Die Deckkraft ist, gelinde gesagt, so lala. Vielleicht klappt es mit zweimal. Vielleicht muss auch ein drittes Mal gestrichen werden. Das wird auf jeden Fall eine Weile dauern. Von beiden ist es aber schon ein Mordsunterschied zu dem Blau. Ich denke, das wird ganz schick. Also man glaubt ja gar nicht, wie viele Teile so eine kleine Wohnkabine hat. Da drin liegen zum Trocknen schon 5 Stück. Und hier draußen nochmal 6 Stück. Macht dann 11 Teile. Jetzt kommen die großen. Es hat eine Trocknungszeit von 12 Stunden, der Lack. Da trocknet es im Container. Und deswegen mache ich heute einmal vorstreichen. Das sieht soweit ganz gut aus. Ich hoffe, ich kriege die 6 Teile hier noch hin, die großen. Und dann lassen wir es trocknen und in ein paar Tagen geht es weiter. Das Ergebnis ist hoffentlich die Arbeit wert. Was ist heute passiert? Also, die Planung fürs Bett ist soweit fertig. Ich habe angezeichnet, hier bleibt ein festes Stück gepolsterter Stoff stehen. Von hier bis hier das erste Klappteil, dann das zweite bis hier rüber. Hier bleiben wieder 12 cm fester Stoff stehen, die ich da lang tacke. Hier 10 cm bleiben stehen, nach da. Und nach oben 3. Das Brett lässt sich oben auch leicht abschrauben. Nur noch ein paar Schrauben hier drin. Das ist easy, auf der anderen Seite genauso. Und ja, der Lattenrost, der drin ist, den tausche ich, glaube ich, gegen den Froli bei uns. Weil bei Lenk- und Querschleper ist es natürlich praktisch, du hast Federteller und nicht den hier. Das ist auch ein Froli-System, aber ein altes, nehme ich an. Ja, dann habe ich heute Heizung getestet, Kühlschrank getestet, läuft. Wasser läuft. Bis jetzt ist es auch dicht hier unten. Aber das kann ja morgen anders sein. Zur Not muss noch mal eine neue Pumpe rein. Das hält sich ja auch zum Glück in Grenzen. Dann habe ich heute eine Großbestellung gemacht bei eBay und bei Amazon. Hier oben im Bad wollen wir einmal rundherum eine schöne Duschrinne machen und einen großen Duschvorhang rumhängen, auch einen, der komplett mal außen rum geht. Ich denke, das wäre so die beste Alternative an der Stelle. Ja, und wie ihr seht, ist ansonsten hier alles offen, weil innen drin alles lackiert wurde. Da hatte ich hier noch so ein paar Gummimatten übrig. Die habe ich so gerade mal erstmal mit dem Kabelbinder festgemacht. Wenn man hier ausschneidet, geht die Stufe auch wieder gut rein. Passt also. Und hier oben hat man es auch noch mal. Ob so bleibt, werden wir sehen. Manche Provisorien halten ja lange. Ja, und hier drin steht alles voller Teile. Ein Teil dreifach gestapelt. Und wartet drauf, ein zweites Mal lackiert zu werden.